Wir fahren jetzt also an die Musikhochschule. Und was machen wir da? Ich tue eigentlich nichts, aber die MV-Leute hier, also die üben zusammen mit den koreanischen Künstlern. Nun ist es gelungen, tatsächlich eine Begegnung möglich zu machen zwischen Musikern aus beiden Ländern. Wir haben die Jungen Kim Jong-un 2006년 6월 여기 우리 대학을 입사하셨습니다. Also im Juni 2006 hat der große Führergeneral Kim Jong-il unsere Universität besucht. Also meine Eindrücke von den Musikern des Münchner Kammerorchesters sind zum einen fast, es gibt so eine normale Biokurve der Erfahrung, die man hier hat, weil man einfach unter dem Eindruck steht. Es gibt Dinge, die einfach ganz deutlich anders sind als in Deutschland und in anderen Ländern. Diesmal gibt es ganz besonders den direkten Kontakt, weil wir mit den Musikern zusammen in einem Orchester sitzen. Aber das, was mich immer fasziniert hat an Korea, egal ob das im Süden ist oder hier im Norden, ist die große Emotionalität der jungen Musiker, die sehr, sehr, sehr ehrgeizig, aber vor allem auch sehr, sehr intelligent und emotional mit der Musik umgehen. Und das greift auch momentan auf die Musiker des Münchner Kammerorchesters über, dass sie merken, dass hier Menschen praktisch sehr, sehr emotional an der Musik dran sind, dass die Musik ein unglaublicher, wichtiger Gestus ist, weil sie aus dem Inneren heraus ein Bedürfnis haben zu musizieren und das nicht nur, vielleicht wie manche anderen, einfach eine Art von Statussymbol ist, sondern die Musik ist hier ein ganz, ganz wesentliches. In einer Situation, in der die politischen Rahmenbedingungen, und das ist ja ganz unverkennbar in Korea so, schwierig sind und auch Dialoge schwierig sind und belastet sind und vorbelastet sind, hat der kulturelle Dialog eine besondere Chance. Dass wir bei den neuen Auftakten wirklich deutlich atmen. Die Jam, Jam, Bam, Badi, Dam, Da, Da, Da. Ja? Anders als in anderen Sphären gesellschaftlicher und politischer Arbeit ist es im Bereich der Kunst möglich, ganz schnell zu sprechen über das, was Menschen verbindet und nicht das, was Menschen trennt. Und das ist, glaube ich, hier nochmal ganz besonders deutlich, dass genau diese Anschlussmöglichkeit besteht, wenn es gelingt, Künstler aus verschiedenen Kulturen zusammenzubringen und arbeiten zu lassen und Arbeitssituationen zu schaffen, die ihnen die Möglichkeit des direkten Austausches geben. Thank you.
merkt man, wie wir korrespondieren. So, da Pärchen, ja, oder du hast mal sieben Jahre, Katzi und so Heber, Nika, Toki, Kron, Kiduki, Mido, Ogo, der Tonga Kango, so mal Sitango, Urika, Heidun, Goktu, Roku, Yogisoki, Silchil, Joguroki, Ku, Zinza, Tagine, Ku, Nara, so Jonsu Hango, Mankum, Uriga, Tuke, Nika, Toki, Serango, I get this.말이 안 통하는 게 조금 불편하긴 한데 그 외에는 역시 음악은 세계 공통으로 할지 감정이 통하니까 불편하지 않고 아주 편하고 기분이 좋습니다. Also die Zusammenarbeit mit den Schülern ist vor allem sehr spannend, also ist toll, weil die so schnell aufnahmefähig sind. Wir kommen von zwei relativ weit voneinander entfernten Welten. Trotzdem, die sind interessiert, die sind schnell, die wollen wissen, was wir haben und wir können uns wirklich sehr schnell zu denen finden und mit denen musizieren.이때까지 진짜 재미나게 흘러왔는데 파트랑 같이 하면서 좀 부족점은 뭐 서피 선생님이 우리에게 많이 좀 주법상에서나 많은 걸 좀 대주고. I mean, okay. Selma. Selma. Also ich bin nicht sicher, aber ich glaube, die produzieren schon lange keine Bohnen mehr. Also. Okay, sehr gut. Es ist eine Sensation, dass wir hier zum ersten Mal mit einem ganzen Orchester und einzelnen Musikern unterrichten können. Das war so noch nicht, ich glaube, es ist noch nicht passiert. Es gab zwar Ensembles, die gastweise immer wieder hierher kamen und aufgetreten sind, aber dass die praktisch als ganzes Ensemble an die Hochschule gegangen sind und unterrichtet haben, ist tatsächlich zum ersten Mal. Und das ist das Besondere an dem Projekt. Wenn Sie als Tourist ins Land einreisen, haben Sie eine Art von programmatischer Abgeschlossenheit. Sie werden wenig Kontakt haben mit der privaten Bevölkerung des Landes. Und das ist hier besonders einfach. Man merkt eins zu eins hier, wie Leute denken, was sie bewegt. Den Ehrgeiz, die Liebe, die Zweifel. Aus diesen vielen kleinen Begegnungen wird so etwas entstehen wie Nachhaltigkeit. Die Kontakte werden sicher auch mit der Hilfe des Goethe-Instituts weitergehen. Wir sind angesprochen worden von vielen Musikern des Orchesters darauf, wie man die Musiker hier weiter unterstützen kann in ihrer Arbeit. Und wir sind immer wieder darauf hingewiesen worden, wie wichtig
diese persönliche Begegnung ist. Dieser Grund. Nein, nein, wir möchten nicht das so zwingen. Also bitte machen Sie sich frei. Ja, es klingt auch besser. Ich meine, auch schön. Ja? Zum ersten Mal hat auch sehr gut geklungen. Also deswegen, ja? Ja. Sehr gut. Vielleicht mehr gesungen noch. Eins, zwei. Ja, sicher. Ja? Ja. Okay.